Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt's einen kleinen Bike Wash, also ein How to Bike Wash. Das Bike ist nämlich schon wieder ein bisschen dreckig und ich zeige euch heute mal, wie ihr das möglichst sparsam wieder sauber kriegt. Von dem Ding her viel Spaß bei diesem Video und haut rein. Okay, so als erstes müssen wir das Rad ein bisschen nass machen von allen Seiten, halt das der ganze Matsch und so einweicht. So. Alles mal nass machen, den groben Dreck schon mal entfernen. Und jetzt von der anderen Seite genauso. Nächster Schritt, also dafür könnt ihr Mack aufnehmen oder so. Ich habe jetzt hier einfach Spüli mit Wasser zusammengemischt. Das ist auch schon fast. So. Jetzt haben wir das Ganze mal aufgefüllt. Also das sind halt wirklich Haushaltswaren. Das hat jeder bei sich zu Hause. Spüli oder so. Ich glaube, es kann auch Seife sein, ist eigentlich egal, aber ich nehme halt Spüli. So. So, im nächsten Schritt, ich habe so einen Aufsatz für den Gartenschlauch, da ist eine Bürste dran, damit spüle ich das alles wieder runter. Aber sonst nehmt ihr einfach eine Bürste und dann spült ihr das danach wieder mit Wasser runter. Und das Ding ist halt so 2 in 1, spare ich mir einen Vorgang. Ich bin halt auch kein Experte, also hier von den Sachen, für den dreckigen Sachen runter. Okay, dann haben wir die Seite. So, mit der Bürste macht ihr das Ganze so sauber. Müsst ihr ja nicht sparsam sein, kostet natürlich nichts. So, als nächstes nehmt ihr euch einfach irgendein abgeranztes Handtuch und fangt an den empfindlichen Stellen an. Hier jetzt Federgabel zum Beispiel, macht ihr immer ein bisschen trocken. So. Dämpfer auch. Sattelstütze. So, und dann hier im Cockpit. Einfach ein bisschen rüberrubbeln. Bisschen sauber machen. Bremsscheiben. Und jetzt der Rahmen. Jetzt falten wir das um. Hier auf eine saubere Stelle. Machen wir noch eine Bremsscheibe. Hier sieht man, oh je, hier ist Spül drin. Das ist nicht so gut. Passiert. Ein bisschen doof, es regnet gerade. Aber egal. Passt schon. Genau. So, ich bin jetzt mal kurz in die Garage gegangen, weil es regnet draußen und
Ja. Wo kann ich das machen hier? Hier irgendwo. Okay, perfekt. Jetzt können wir hier Öl drauf machen, sodass die Kette auch immer intakt bleibt. Ich würde es, so wie es aussieht, würde ich jetzt. Was haben wir denn hier? Also Kettenöl für Trockenheit würde ich jetzt nicht drauf machen. Ich würde jetzt das Kettenöl für Nässe. Und hier haben wir es. Das Kettenöl für Nässe. Ja. Ich glaube, können wir uns einfach hier was drauf sprühen. Das Vermack auf Fisch, glaube ich, auch noch Waldbeere, das ist auch geil. Aber ich werde leider nicht von Makop gesponsert oder so, deswegen muss ich mir irgendwie irgendein random Kettenöl kaufen. Hat glaube ich 5 Euro oder 10 Euro gekostet. Hält eine Ewigkeit. Passt schon. So. Die Ritzel noch einmal kurz ansprühen. Und jetzt schalten wir einmal mal alle Gänge durch. Dass alle schön gefettet sind. Okay, jetzt haben wir die Kette durch. Wir können auch mit einem Handtuch nochmal ein bisschen durchgehen, das überschüssige Fett. Hier könnt ihr ein Handtuch drunter halten. Ein bisschen Gas geben, das überschüssige Fett einfach mal hier abtupfen. Und eure Kette ist wieder wie neu. So, was ich auch noch immer bei einem Bike Wash mache, ist einmal hier überprüfen, ob alle Schrauben fest sind, also kleinen Service machen. Kann das auch mit einem Drehmomentschlüssel machen, aber ich mache das jetzt einfach mal ohne. Sind alle fest. Ja, der ist ein bisschen lose. Hier ist mir auch aufgefallen, das hier ist lose. Das müssen wir noch schnell fixen. Okay, jetzt nur noch einen kleinen Spritzer Federgabelspray drauf. Am besten Federgabel und Dämpfer treffen. Jo. Genau. Und das war's dann schon. Fährt sich wieder wie neu. Und sieht auch wieder wie neu aus. Also läuft. Und noch ganz kurz vor Videoschluss. Erstmal meinen herzlichen Dank für den kompletten Support und so. Also für das, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben. Also dafür wirklich danke. Kuss auf euer Herz. Aber jetzt folgende weitere Frage ist: Was sollen wir für Content bringen? Also was soll ich oder ich und meine Kollegen, was sollen wir für Content bringen? So, haut mal ein paar Vorschläge raus, Videovorschläge. Was sollen wir machen? Wo, also wir können auch irgendwo hinfahren. Sag mal, wo sollen wir hinfahren? Was sollen wir dann machen? Keine Ahnung. Also ich bin da komplett offen. Haut mal ein paar Videovorschläge raus, was wir machen sollen. Und ich probiere denen nachzugehen. Ja, das war das Erste. Und das Zweite ist,
Ich denke, bei 5000 Abonnenten mache ich ein 5000 Abonnenten-Special. Und zwar, ich habe noch ein altes Fahrrad in der Garage, so ein altes Mountainbike, so ein Hardtail. Und da machen wir ein Game of Bike mit, bis der Rahmen bricht. Und habe ich hier noch eine Felge, also noch ein Laufrad rumliegen. Das werden wir da natürlich auch einsetzen und mal auf Felge fahren und gucken, was dann passiert. Tokio Drift oder so. Genau, also das wäre das 5000 Abonnenten-Special. Steht bevor. Also mal gucken, ob wir es schnell schaffen. Dann seht ihr auch schnell dieses Video. Also mal gucken, wie schnell der Rahmen bricht. Und bis zum nächsten Mal. Okay, dann haut rein bis irgendwann. Kann auch nächste Woche vielleicht wieder. Scheiße.